Was geht ab, ihr ganz schön? Willkommen zurück zu einer Folge Stadt, Land, Fluss. Ah, heute mit allen, wir haben Auto. Du Scheiße. Haben wir. Achso, Moment. Geht da auch. Nee, Englisch dürfen wir nicht, ne? Nee. Deutsch. Van. Van ist doch Deutsch. Das war ein englisches. Oh, das ist ein deutscher Begriff. Oh Gott. Ich habe bei etwas Rundes gerade Viereck geschrieben. Hab ich auch gerade drüber nachgedacht. Was ist denn rund? Oh Gott, jetzt denk nicht die ganze Zeit an Viereck, Dennis. Die sind bestimmt rund. Vorname. Alter, ist das schwer. Fernsehsendung mit V. Boah. Boah. Komm schon, Dennis, lass dir was einfallen. Etwas Alter. Rundes mit V und was nicht Viereck ist. Manchmal. So, stopp. Oh Gott, ich hab was? Leco mio, Alter. Okay. Ich hab mit meinem Bronze. Oh mein Gott. Los. So, dann haben wir Vauxhall. Vauxhall, ja. Das ist Opel, oder? Opel. Volvo, ja. Veyron, VW, Easy Snacks. Alter, was ist denn der Veyron? Ja. Kenn ich nicht. Bugatti Veyron. Bugatti. Oder? Ja, aber der schreibt sich ein bisschen. Okay, ich hab den nicht erkannt, weil der. Okay, ja, aber also schreibt man den am Anfang mit V. Wird der mit V geschrieben? Ja, ja. Ja, ich glaub, ja gut, dann ist der recht. Ja, Veyron, Alter, jetzt hängt euch halt drauf. Okay, dann streicht er jetzt keiner, weg. Das hat keiner Peter hat gesagt, ich hab er kann das gefragt. Nicht erkennen, nee, das weil das so komisch ist. Ich hab auch gelogen. Boah, Jellyfish hat dir den Veyron weggestrichen. Nachdem das so angesagt wurde, habe ich aus Van von gemacht, weil bei mir ist doch das V groß geschrieben, deswegen kreuze ich das Van jetzt auch weg, weil Sepp sich darüber, oder irgendwer hat sich darüber aufgeregt. Von. Was? Hat Van doch von? Gesagt, das ist okay. Du hast gesagt, das ist okay. Das ist okay. Ja, aber wenn ich jetzt beim Duden eingehe, ja, und Van eingebe, wird dann wahrscheinlich drinstehen als wird da drinstehen. Das ist doch ein deutsches Wort, oder? Ja. Ach, fuck der jetzt Fußball. Hier. So, Moment, aber Jay hat Van immer noch weggestrichen. Ja, ist ja sein Recht, aber ich glaube, wenn nur einer von fünf. Ich hätte sonst Van gehabt, also, ja. Aber das ist doch dann dein. Also. Naja. Wegen der Diskussion gerade. Ich habe mich ja auch entschlossen. Da bleibe ich halt bei. Ich hätte ja bei bleiben können. Fußball, okay, Feichen. Fußball ist auf jeden Fall nicht gut, etwas Rundes. Sind Veilchen denn rund? Nee. Das Veilchen. Rund, oder? Das Veilchen. Ich dachte, so ein blaues Auge. Das ist doch rund. Die Blume, die Blüten sind doch wohl rund, oder würdest du mir was anders erzählen? Die sind nicht eckig? Okay, also die sind natürlich. Ja, fair enough. Also. Boah. können wir machen. Vorname Vincent Volker Wingand. Wiegand. Wiegand. Der ist Wiegald. Was ist denn Wiegand? Wiegand, ist das ein Name? Kann man jemand googeln? Da habe ich noch nie gehört. Ich werte das einfach wieder als Tippfehler, weil Wiegald ist ein Vorname. Wiegald? Ja, Wiegald. Also, der wird aber mit G geschrieben. Der wird mit W geschrieben. Also, Wiegand mit V. Das ist safe nicht richtig. Warte, Wiegand, Philipp Wiegand gibt es, aber das ist ein Nachname. Ja, aber wir suchen ja expliziten Vornamen. Da tut mir jetzt leid. Ja, das ist leider falsch. Also, okay. Den Namen Wiegand gibt es scheinbar, aber mit W. Veronika, der Lenz ist da. Veras Abzocke von handicapten Menschen. Das hieß aber leider anders. Was? Die Sendung hieß genau so. So stand das in der Fernsehzeitung. Ist das nicht einfach nur Vera? Vera, stimmt, Vera am Mittag. Vera am Mittag würde klappen. Ja, ja die meine ich ja. Ja. Also. Das ist doch genau die Sendung. Gibt es also, Vater gesucht? Vater gesucht? Ich lasse halt stehen. Das ist Vera. Das ist okay. Vater gesucht. Vater gesucht kenne ich auch nicht. Ich habe mal einfach was eingegeben. Ich guck mal, Vater gesucht. Alles so ein TV. Das ist ja, eine Vater Komödie. Gesucht Filmkritik. Mega. Ja, aber ja, das ist eine Komödie, ja, ist das ist keine Serie. Eine Sendung quasi. Ich dachte, irgendwas was im Fernsehen gehört. Verlass mich nicht? Was ist Verlass mich eh nicht? Das ist so eine von den RTL 2 Trash-Sendungen, habe ich gehofft. Vater gesucht? Achso, habe ich gehofft. Müsst ihr mal kurz gucken. Also, ich finde da nichts. Vater gesucht ist eine DDR-Komödie von 88. Also, das ist schon. Also, es geht um Reihen, nicht um Sendung. Was im Fernsehen mal lief. Bei einer Fernsehsendung geht es nicht um Film. Okay. Dann würde der Fernsehfilm gehen. Ja, okay, ja, okay. Verlass mich nicht, sehe ich. Das sind halt so, das sind so Serienfolgen, so bei Berlin Tag und Nacht oder sowas. Ja, es gibt eine Folge von Richterin Barbara Salesch, die hieß Verlass mich nicht. Nee, ich hasse mich, verlass mich nicht. Ich hasse mich, verlass mich nicht. Ja, ist okay, dann ausnahmsweise können wir die mal wegstreichen. Ja. Ein gnädiger Dennis, danke. Ja, so bin ich.
Okay. Dann confirm ich doch mal meine. Oh Gott, geht weiter. Es geht ja, ja natürlich geht's weiter. Ich habe eine Runde beendet. Jetzt ist alles. Ich kann mich zurücklehnen. Ich hab schneller getippt. Wort mit drei Buchstaben. Alter. Okay. Fernsehsendung mit O. Alter. Ein Auto. Ich hab beendet. Scheiße. Oh, komm, ey. Opel. Jo, moin. Ich bin überhaupt nicht drauf gekommen. Aber Opel. Eine andere mit O ist mir per Zu nicht eingefallen. Auch kein, wie heißt das hier, so eine Baureihe. Nee, mir auch nicht. Ich hab, also mit Opel beenden war auch vielleicht nicht so smart. Das ist egal, aber oh, das ist weg. Ich wollte den Opa nehmen und dachte, ihr nehmt auch den Opa. Fuck. Tja, wir haben... Moment, wo ist dann über... Achso, Omi ja, und Oma. Ja, und Omi, okay. Ist halt gleich. So, Oho, Oje und Ohr. Sehr gute Wörter, würde ich sagen. Etwas Rundes. Da haben zwei Leute eine Oval. Das ist ganz schön belastend. Oreo, Osterhasenei. Der Oboe ist nicht rund. Klar. Ist die eckig? Ja, die ist doch länglich. Die hat doch so eine runde Öffnung. Eine Oboe, dann ist das so wie eine Trompete, oder nicht? Ich würde sagen, ein Stock ist rund. Ja, wobei ein Stock ist auch rund. Ja, lass ich durchgehen. Oboe ist stimmt. Ja, doch, vorne ist sie rund am Auto. Ich finde die schon rund. Wo du guckst, ist sie rund, ja. Ja. Okay. Suchen wir jetzt nach Kreisen oder suchen wir nach was Rundem? Olli. Mit Olli habe ich gewonnen. Moment. Achso, alles gut. Die Oboe ist ja dir nicht genommen worden. So, Christian O. Only Murder in the Building. Existiert das wirklich? Ja, das gibt es, aber das ist. Doch, das ist eine amerikanische TV-Serie. Ja, doch. Ja. Wirklich? Und zwar auf Netflix oder was? Ey, da steht sogar Fernsehserie. Ich habe gerade angefangen zu tippen. Da hat Peter auf Ende gedrückt. Aber warte mal, ich muss gucken, wo die kommt. Ich hoffe, die kommt auch im Fernsehen. Ja, doch, die müsste in. Da! TV-Sendung. Otto Total. Eine Fernsehserie. Ja. Wenn ich danach suche, steht da TV-Sendung. Ja, aber auch Otto Total war doch gar nicht die Frage. Otto, nee, aber das wurde weggestrichen. Ey, ich streich dir das weg, weil du schon Otto eingegeben hast. Du darfst doch nicht die ganze Zeit immer das gleiche eingeben. Lol, stimmt. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig, Jonathan. Da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Auf dem Fernsehsender Hulu ist Only Murders. Ja, mega. Mega Sender passt. Und was mit Ostreport? Also Hulu ist auch ein Streamingdienst, aber auch ein Sender. Den Ostreport. Den finde ich nicht, Jonathan. Ja? Das glaube ich ja nicht. Also, Moment, da muss ich aber. Ostsport TV. Ah, scheiße. Ostwärts. Nein. Also mit Ost warst du auf jeden Fall schon mal irgendwo. Ja, irgendwas mit Ost auf jeden Fall, weil mir fiel halt auch nichts ein. Ihr habt da zu schnell weitergedrückt. Alter, O kommt ja eh nicht mehr, ne? Die kommen ja eh nie zweimal, die Buchstaben. Das ist mal Auto mit O. So, confirm. Oh, Chris, O und mich sollte eine Serie Octavia. Sein. Octavia! Oh! Ja, Skoda! Ja. Oh Gott! Ja, jetzt kommt jetzt eh gleich das S. Schmutz. Ja gut, bei S fallen einem mehrere ein. Nee, mit okay. Wer nimmt den Panda? Etwas Rundes. Rotes Gummiauto durften wir ja nicht nehmen, ne? Ist richtig. Nee, so geht das nicht. Das ist jetzt blöd. Alter. Nee, scheiße, das lief exklusiv auf Amazon. Fuck. Nein! Ach, oh, was soll das denn jetzt? Ah, schade, Jay. Natürlich nehme ich den Panda. Nein, vergangen. Sepp hat Peugeot. Als ob ihr kein Peugeot habt. Mega. Na, Peugeot eigentlich. Pagani auch stark. So, aber schade. Pan wollte ich auch erst schreiben.
Ja, da bin ich Peter mir aber nicht Pan. Sicher, ob das stimmt. Ja, Pan ist so ein die Wort. Panflöte, Peter. Ja, ja aber Panflöte ist ja, aber Pan. Ja, Peter Pan ist doch Peter egal. Peter Pan kenne ich zumindest. Geht ja Pan. Nur um Wort. Geht ja nicht so, darum, dass. Panflöte wird aber zusammengeschrieben. Ja, aber ja, Peter genau. Pan. Nee, Pan ist nicht nur ein Name. Also. Nee, aber in dem Pan Fall schon. Pan heißt, ach, als Vorsilbe ist das, als Präfix. Pan ist in der griechischthegriechischen Mythologie ein Hirtengott. Ja, zählt das dann? Deswegen, ja, dann hier ist Pans das okay. Labyrinth. Ja, ja. Ist für mich auch. Ist das fein. Für mich dann auch fein. Put? Was ist denn Put? Der Putten. Ja, Putten. Also der Put. Ja. Der Put ist ein Wort aus dem Börsenwesen, eine Verkaufsoption. Ah ja, Put hier, wenn du Put ist hier, ja genau. Heppadoch. Genau, Put und Call, ja daran ja, hast du Pitch. Gedacht. Hätte ich bei etwas rundem Plastikball schreiben dürfen? Da war ich mir unsicher. Das hätte ich, ja. Nee. Nee, hätte ich nicht. Du darfst auch, kein rotes, darfst auch kein rotes Auto machen. Ja, ja. Bei R. Ich fragte dich nach dem roten Auto. Ja. Okay. Nee, das darfst du nicht. Ja, genau, dann darf man, das heißt, da müssen wir also die Paulaner-Flasche wegmachen, weil die Flasche das Runde ist und nicht das Paulaner. Ja, richtig. Das ist richtig. Eigenes Ei geschossen, Bram. Nö, wieso? Also, okay. Wusste ich halt nicht. Ich habe auch Pastewka geschrieben bei Fernsehsendung, weil ich nichts hatte. So, ja, zweimal okay. Paul. Oh, nee, ist noch mal, ich habe extra nicht Peter genommen, weil ich dachte, jemand anders nimmt Peter. Ja, keiner denkt an Peter. Niemand denkt an Peter. Keiner denkt an Peter. Ich bin mir auf Ende gedrückt, leider. Pierre liked it. Ja. Gut. Breaking Pad? Nein. Polizei. Ist das nicht Polizeiruf 110? Breaking Pad? Ja. Der Polizeiruf 110 meinte. Das heißt, glaube ich, der Preis ist heiß, oder? Oh, shit. Oh, ja. Kann sein. Die heißt, glaube ich, nicht Preis. Also, ich meine, so sehr ich dir nicht gerne Punkte gebe. Der Preis ist heiß. Das ist. Ich kann nicht mehr wegdrücken, Jay. Da hast du Glück gehabt. Ich hab's Pastewka ist aber gut. So, dann haben wir der Polizei. Gibt's Polizei 110? Ja, das Polizeiruf heißt das. 110 oder so heißt das. Mhm, okay. Das gibt's wirklich, ja. Und das, ja, okay, dann. Das hatten wir auch letztens in der Quiz-Sendung noch. Ja, Pastewka ist natürlich auch. Pastewka ist super. Pastewka ist das nur auf Amazon fortgeführt worden dann? Ja, das wird auch nur. Das gab's auf jeden Fall auch im Fernsehen. Lief auch im Fernsehen. Das war nur ein 4:3 damals, glaube ich, die ersten Folgen. Scheiße, ja, let's go. Ja, ich muss irgendwann mal einen Tippkurs für diese Show hier machen. 3 Buchstaben? Was ist denn das? Mann, ey. Okay, ich brauche noch was Richtiges. Scheiße. Alter. Sie ist jetzt aber auch echt hart. Was ist denn eine Fernsehsendung mit C? Wackel da rennt schon Chicorée zum Kochen, Olé. Vielleicht sollte ja so eine Kochsendung im ersten oder so. Oh, ich habe eine. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut, Capri, Condor, Chrysler, Scirocco und... Du bist ganz schön schnell. Gibt's das Auto Capri? Ford Capri. Okay, sehr gut. Gibt's das Auto Condor? Da bin ich übrigens selber. Sagt mir gar nichts. Mama. Ich kenne nur die Fluggesellschaft, die Condor. Ja. Autokontor. Ja, aber das ist ein Mietwagenanbieter. Ja. Schade, Peter. Weniger. Schade. Hättest du mich gekriegt, Peter? Warte mal, es gibt den Weidner Condor. Was ist denn der Weidner? Aber der wird Weidner, also W wäre vorne. Chevrolet Condor gibt's. Ja, wunderbar. Chrysler, Chico, Chirocco. Von 1979. Chirocco ja, genau, und Citroën. Nice. So, zwei Sys. Wer hat dir nichts gegeben? Da kannst du auch nachgucken. Ja, Jay, weg Jay. Damit. Ich bin gerade noch am Gucken. Achso, du glaubst das nicht. Okay, so, zweimal Sis, gibt es nicht. Zweimal Chi ist weg. Ja, toll. Ja, als ob Chi weg ist. Ja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, Jonathan. Lächerlich. Okay, Chorizo, das ist rund, wa? Ja.
Ja, Chorizo Salami, ja. Bekannt ein ist englisches nicht Wort. Nee, ja, leider ist, nicht, mir ist nichts eingefallen. Eine Chili-Schote. Was? Ganz ehrlich, ja. Ne, nein. Chili-Schote ist auch rund. Wenn du die aufschneidest, ist sie auch rund. Würde ich auch sagen. Tiersamen. Wenn mir einer eine Chili-Schote hinlegt und die Frage, welche Form hat, dann sagt kein Mensch auf diesem Planeten, der ist rund. Stange würdest du auch nicht direkt sagen, ja, das ist eben, rund, oder? Ein Stock ist halt auch nicht rund. Wenn ein Stock nicht rund ist, wenn den aufschneidest, auch nicht rund. Deswegen hätte ich das auch weggemacht. Ich meine, eine Centmünze, wenn dir jemand fragt, welche Form hat, dann sagt die rund. Das die ganze Zeit, Bram, hast du die Sachen durchgehen lassen. Aber das ist doch nicht eckig. Und also eckig würde ich jetzt nicht, also wenn ich eine Chili-Schote entweder als eckig oder rund bezeichnen müsste, dann würde ich sie eher als rund bezeichnen. Ja, aber es gibt doch mehr Formen als nur eckig und rund. Ram, du darfst dein lang Kreuz, und rund. Du darfst dein Kreuz überall da setzen, wo du meinst, dass es vonnöten ist. Ja, das stimmt wohl. Ja. Nee, Chili-Schote ist für mich nicht rund. Kommst du mit mir nicht da durch? Ist die, da wird die rote Linie gezogen, bei der Chili-Schote. Ja, selbst wenn ich die durchschneide, ist sie nicht rund. Ja, aber die ist so, die kannst du halt, wenn du die so an diesem Zipfel, der oben dran ist, hältst, an dem Strunk. Ja. Und dann kannst du doch so dran... so lang reiben. Ja, könnte. Ne? Christian, nein, wenn ich eine Paprika durchschneide, ist die auch nicht auch rund. Nein, Quatsch. Okay, ich würde die schon als rund bezeichnen, aber hey. Tiersamen würde ich auch sagen. Bram hat bisher noch nicht geschafft, uns zu überzeugen sein. Irgendwie nicht. Okay, Vorname. Christopher, Christoph. Schade. Christina, Christian, Claire hat gewonnen. Was ist denn jetzt schade? Christoph. Moment, Christina und Christian sind zwei verschiedene Namen, oder? Ja, aber beginn doch mit dem gleichen. Hast du wegen Chris oder was? Hä? Nee. Ja, also wir haben Omi und Oma auch weggestrichen, weil die beide gleich beginnen. Die meinen ja das gleiche, aber das sind ja unterschiedliche Namen. Ich leg mich mal zurück. Ey, von mir aus ist das okay. Damit Moment, aber wir haben doch Omi und Oma auch weggestrichen. Ja, aber Omi und Oma meinen ja im Endeffekt die gleiche Person, die in deinem Bezug steht, ne? Also ist immer jeweils die Oma. Aber die also, Namen sind ja unterschiedliche Namen. Also wenn ja, ich du hätte zweimal Christin Anfang genommen, zweimal Christin Anfang für Christina und Christian und zweimal Chris für Christopher und Christoph, also über Chris. Also kommt das weg, genau. Wäre meine Argumentation gewesen. Ja, das sehe ich anders, weil das sind unterschiedliche Namen. Dann bleiben allein die halt von mir stehen. Ey, für mich ist das okay, wenn die stehen bleiben, ne? Dann kriegt Jay nicht den Punkt Vorsprung. Also Christopher und Christoph ist beides eine Kurzversion von Christophorus. Ja, dann kommen ja, nur die beiden weg. Ja, aber es gibt doch trotzdem Leute... Nee, das ist frech, das ist ja dann auch weg. Es gibt doch Menschen, die heißen Christoph und es gibt Menschen, die Also es gibt Christoph und es gibt Christopher Robin zum Beispiel. Und da würde ich sagen, sie hat zwei verschiedene Namen für mich. Ich wollte nur Infos droppen, ich habe ja nichts wegmarkiert. Ich hätte auch Omi und Oma nicht weggestrichen, aber dann musste ich im Gruppendruck folgen, weil das nicht mein Wort war. Gut, dann bleiben die halt alle stehen. Wunderbar, Chips kenn ich nicht. Ne. Klar, die, also da, hier die zwei Motorradleute. Wie hießen die noch? Chantal Stoffer. Ich hab mir jetzt echt Chips weggestrichen? Nein, ich nicht. Die gibt's wirklich, legit, Leute. Ich hab Chips nicht weggestrichen. Also die nur, heißt wirklich einfach nur Chips. Nur Sepp hat das gemacht. Immer noch. Aha. Chantal Stoffer. Also, nie gehört. Okay, pass auf, danach google ich jetzt. Chantal. Hallo, ich finde, die gibt's bestimmt. Ey, guck mal, wie ich lernte, Löcher zu stopfen, Strickpullover reparieren. Gut, CE gibt's wahrscheinlich auch nicht. Carmen Geist hat eine eigene Serie. Carmen Geist sind doch die Geisten. Nee, die hat ihre eigene Serie. Nee, hat die nicht. Die hat ihr eigenes Lied, Jay. Ja. Das stimmt. So, und dann die allseits bekannte Serie im ersten Chicorée zum Kochen, Olé. Naja. Der zweite Treffer ist Mein Leben mit 300 Kilo. Alter, Fernsehsendung ist mega schwer. Ja, war auch mega schwer. Vor allem mit C, Digga. Vor allem ohne englische Wörter. Chip und Chap hätte auch gezählt. Na klar, englische Wörter kannst du doch nehmen, wenn das eine englische... Ja, nee, aber hieß die Serie ja nicht anders? Hieß das, Star Search oder sowas ist ja trotzdem eine deutsche Fernsehsendung. Und wir haben auch gerade eine englische Serie gehabt, die Peter durchgedrückt hat. Ich meine nicht wegen Englisch, sondern man hat, glaube ich, als Kind immer Chip und Chap gesagt, aber... Jay, du darfst ruhig auf Confirm drücken, ne? Nee. Okay. Aber ich habe noch eine Frage gestellt. Wie wir vorher gesagt haben, alle Fragen sind geklärt. Ja, ja, wie immer. Kennst das doch. Etwas. Kaninchen ist auf jeden Fall rund. Zeig mir die Ecken an einem Kaninchen. Mein Gott, ey, okay, hab ich doch was Gutes.
Fernsehsendung mit K. Scheiße! Alter, boah, da war einer sehr schnell. Da war ich richtig schnell. Oh, oh Mann, Alter, der Kia. Scheiß Kia wieder, ey. Kacke. Haben wir dreimal Kids. Sehr schön. Ach, komm, sehr gut. Als ob ihr Kita. Kur nehme ich. Ich dachte Klo, wer, also das ist keiner Klo. Das wundert mich auch nicht. Kreis. Bei dir. Ja, nice, ihr nehmt alle Kreis. Wie gut ist das denn? Der punktet richtig rein gerade. Das ist richtig gut. Ja, Karl. Oh, Karl, perfekt, mega. Auch nichts weg. Nice. So, also haben Karin, Karin fängt ja auch mit K an. Also das Kill? So, dann haben wir nicht. Ich bin nicht fertig geworden. Okay. K, ich bin auch nicht fertig geworden. Kinderkreis. Der Kinderkreis, ja klar, hier aus Österreich. Der Kinderkreis, das ist immer noch ein Fake-Werbespot, der super lustig ist. Nee, das glaube ich nicht. Dann gibt's keine Serie zu. Also, ob es da keine Serie zu gibt? Ich dachte, das wäre echt. Nein, wir warten seit 11 Jahren auf die zweite Folge. Der erste Treffer sagt sogar, ist der Name einer fiktionalen Sendung. Ja. Ja. Aber es ist doch eine Fernsehsendung. Die liefern nur auf YouTube diese fiktionales Intro. Scheiße, ich dachte, ich dachte wirklich, dass das eine Serie ist. Oder? Kinder vom Bahnhof Zoo habe ich zumindest schon mal gehört. Ja, das ist, Buch, ist eine gute Serie. Ein Buch und ein Film. Genau, und eine geile Serie. Ja, aber der heißt Wir, heißt Kinder, Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja. Ah, schade. Verschrieben. Mm. Wow, seid ihr Korinthenkacker. Das einmal, ja. Und ja, Sepp hat gewonnen. Nein. Alter, wir wenig Punkte. 13. Aber ja, Jay hat noch ordentlich das aufgeholt gerade. Ja, okay, das war gerade eine gute Runde. 13. Ach so, da rechts steht das. Okay, nice. Alter, das war stark. Bad, aber schön. So, wir danken fürs Zuschauen. Wir sehen uns irgendwann wieder. Haut rein und tschüss. Tschüss.